wieder weiter mit CatBest 3. Ja, ich hab gekriegt. Ich hab meine physische Form gekriegt. Und es kam nicht Montag, sondern gleich auf den Samstag, da wo der Let's Play geschattert. Also hätte ich es nicht gebraucht, es online zu kaufen. Jetzt habe ich zweimal Geld ausgegeben, aber ist okay. Ist okay. Aber ich packe es nicht aus. Also ich packe es nicht aus. Bleibt eingespeichert. Eingeschweißt. Oh. 1, 2, 3. Ich bereue alles. Meine geliebte Priscilla. Hey, Kumpel. Alles bei dir okay? Woher seid ihr denn gekommen? Wir haben diese Burg außer Werner gesehen. Hi, bitte. Befreie mich von diesem verdammten Fluch. Ich sitze hier fest und ich will auch nur mal meine Priscilla wiedersehen. Ach, hier wird nicht schlecht über die Toten gesprochen. Bitte helft mir. Dann überlasse ich euch meinen Schatz. Seht ihr die Sockel dort? Jemand hat die Bücher geplündert. Ich würde sie ja selbst zurückholen, aber dieser Ort ist der einzige, was ich noch von meinen geliebten Brüstern habe. Ich wäre euch für eure Hilfe ewig dankbar. Hier, es wird euch auf eure Heldenreisen helfen. Heilige Pfote, beschwört eine heilige Aura, die Gesundheit für alle herstellt, die sie berühren. Alle Bücher sind in Höhlen versteckt, glaube ich. Folgt einfach Papierspuren, die sie hinterlassen haben. Der Spur voll. Warte mal. Okay, hier geht's nicht runter. Okay, das heißt also, wir gehen die Höhle, die wir im letzten Part angemarkiert haben, die nicht mal anmarkiert sind, die natürlich hier sind. Höhle der Tunnelkittchen. Piraten, Endermesser. Schaden 13, dafür zu wie ein Pirat. 12, 13. So. Rüttelt jetzt in Chronologie Buch 1. Ein seltsames Buch mit einem großen Energieausschreien. Es erscheint mit der Enkel zu tun zu haben. Rüttelkätzchen-Trilogie. Der Name ist ja Käse. Muss von einem Ratte stammen. Moment. Klar, sie davon nicht gesprochen. Wir sollten zurückkehren und in den Bock bringen. Yep, müssen wir. So. Aber hier gibt's auch keinen Teleporter. Warte mal.
Kapitel 1. Ein wunderschönes Tag. Betritt eine hübsche Kasse die Taverne und setzt sich gleich gegenüber von Klausi am Tisch hin. Katze geht hinein. Plötzlich bemerkt er, wie sich einige Piraten nähern. Versuchst du sie zu warnen. Als er sich in ihr nähert, greift eine Piraten. Die anderen sehen zu. Hey, lass dich in Ruhe! Einer der Piraten verspottet Klausi. Leute! Seht euch das an. Priscilla hat wohl einen neuen Nagerport gefunden. Priscilla scheint mutig ein und schlägt die Piraten. Ich halte dir den Rücken frei, Frau Ketze. Ganz recht. Wir sollen als Hetzer. Los, hilf Priscilla und schließt sich den Kampf gegen den Piraten an. Gibt's hier noch was? Die Piraten fliehen und Priscilla ist beeindruckend von Klausimus. Weißt du, für einen kleinen Kerl bist du ziemlich stark. Danke, weil ich wäre auch allein mit ihm fertig geworden. Du sahst so aus, als würdest du Hilfe brauchen. Beleidigt durch diese Bemerkung erwidert sie, ich bin kein junges Fräulein. Ich verstehe, du bist eine Katze. Nöten. Im Zweifel. Nee. Das grinst und bietet Klausi an, ihm einen Trink auszugeben. Die beiden reden und trinken die ganze Nacht. Ein Schluck kommen sie sich näher, eine Liebesgeschichte entfacht sich. Klausi Wester. Hüten fanden während der Heilung Schauen zu. Oh, weiter so. Eins habt ihr geschafft, nur noch zwei sind übrig. Aber um sofort zu fangen, müsst ihr erst nach dem zweiten Buch suchen. Das ist nur die Frage, wo? Dieser Turm nach Hinweis nach den Nordsternen gesucht wird. Wir folgen dem Befehl Naga, nur dem von König Mirkwella.
Ich glaube, ich gehe lieber da nicht rein. Theos hier unten lang gehen. Markieren. Das war ich noch schon. Hallo. Komm mit, komm mit. So, liebe Katze, ein Sattelfisch, der alle Katzen liebt. Seine uneingeschränkte Liebe lässt erkennen, dass er zu den Platinum 4 gehört. Oh, hier ist auch wieder so ein Stück Papier. Papa, Papa. So ein toller Fischerkatze. Ich möchte ihn stolz machen. Darum muss ich die letzten vier fangen. Oh, das hat wieder der Sohn geschrieben. Ach, tolle Arbeit. Aber wir haben noch was anderes zu tun. Papillon abgeschlossen. Ah, Level. Was können wir hier noch anlegen? Okay, das zählt zu diesem Sil. Okay. Zwei Schätze.
Was ist das für? Funkel, funkel, kleiner Seestern, sag, wo du bist, nah oder fern, rauf mit dir, was, rauf mit dir und los geht's. Oh. Oh. Ah, das Drachenblut wieder zurück hier, ja, ganz schon lange her. Du siehst überrascht aus. Ich bin dein alter Meister. Ah, was soll diese Seitlinie? Ah, sind manchmal etwas durch und verwirrend. Also sag mir, weißt du über die Drachenklinge? Kriege Bescheid. Die Menschen meiner Art standen kurz davor, ausgelöscht zu werden. Aber unsere Schöpfer, mein Drachenblut, die haben uns gerettet. Nur uns erlauern. Angeschafft. Hier! Genau, hier, in der Null-Dimension. Ein Gefängnis. Ach, für das Böse. Aber das Opfer unserer Drachenblut war es auch, was uns befreit. Und so wurde das erste Relikt geschafft. Der erste Relikt, drei Bären benötigt. Und darum sind wir hier und jetzt in dieser Theorie zwischen Zeit und Raum. Finde den Nordstern, wir befehlen es dich an, damit ein weiterer Krieg überlebt. Uiuiui, dadurch kannst du mehr Supersprüche melden. Hallo? 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 Hört doch einfach mal überhaupt mal zu. Warum stehen wir denn noch nie die ganze Zeit rum? Wir müssen los, die Nordstände warten. Das ist die Frage. Nein. Hier scheinen Ruinen zu vibrieren. Du bist Captain Miautulka. Von den Metallen-Hex-Piraten. Oh, ey, das bin ich. Der Piratenkönig hat mir unendliche Macht versprochen. Wie muss ich noch dafür den glänzenden Nordstern bringen? Ja, singst du etwa? Na, verschwinde von hier, ihr jämmerlichen Kreaturen. Oder macht euch gefasst auf pöllischen Trunkuren. Ei, was für ein Sonderling. Aber wir müssen, aber wie es aussieht, sucht mir die Kreatur auch nach den Sonnenstern. Nordstern-Schatz. Das ist sehr Katzen. Sie sollten unsere Ausrüstung verbessern, bevor wir da reingehen. Ausrüstung verbessern. Wenn dir Feinde Probleme machen, solltest du deine Ausrüstung. Okay. Mal reingucken. Das Mitglied der Sorna ist auf einen Kampf aus. Verteile den Laden mit allen ihrer Mächte. Du Ratsbach, du!
Okay, da können wir nicht rein. Warte mal. Lies die Inschriften. Von Himmel gefallen, ein Schatz für jeden, der gefunden. Ein Opfer, den niemand bringen kann, ist es zu weiter. Das halt in 10%. Okay. Zwei Schätze brauchen wir noch. Erste Ebene. War hier nicht ein Schatz? Warte mal, wenn wir sowieso an der ersten Ebene sind, können wir ja uns aufbewahren. Vielleicht sind jetzt die anderen Türen offen. Natürlich nicht. Schade, schade, schade. Die Dose versiegelt. Die Schule wurde abgewickelt. Der Piratenkönig muss davon wissen. Es wird kein Weg von Finn vorbei. Warum arbeitet der Piratenkönig mit Miautalkia zusammen? Er steht in den Piratentoilets mit anderen Crew unter einem Feld zu stecken. Aber sie hat sich geöffnet. Bei Schnurrbart des Prophetens, ein Wandmaler des Nordsterns. Du weißt, die Legende nach haben die Suchenden den Schatz durch reinen Zufall gefunden.
Er ist einfach direkt vor ihren vom Himmel gestürzt. Na, solche Glückskosten, ja. Ich bin Urin von den Suren. Warum sollt ihr herkommen? Noch ein Mitglied der Suren. Solltet ihr nicht alle schon dort sein? Der Nordstern hat uns den Weg zum ewigen Leben gezeigt, aber er hat uns auch in den Ruin geführt. Und was ist mit dir? Warum habe ich das Gefühl, dass auf dir derselbe Frucht lastet? Nein, der Nordstern hat euch hergeführt. Moment mal, wovon sprichst du da? Nein, kann nicht sein. Kann es sein, dass Polaris tatsächlich vergaß? Der Fluch unserer Blutdinge darf sich nicht ungehindert weiter verbreiten. Ich muss von der Welt tilgen. Ich gebe dir die Stärke von Urin. Was? Schockhaar. Schütteln. Okay. Schluss vor Urin. Wir werden Schlüssel der alten Suchenden. Ein Schlüssel? Achso, der steckt irgendwie mit den Nordsternenschatz in Verbindung. Das ist gut. Lass uns von hier verschwinden. Oh, ins Ritter. Wo habe ich diesen Berg schon mal gesehen? Ah, ja, sorry. Hier ist nichts mehr. Lass uns mal draußen gehen. So. Nee, warte mal, warte mal. Nein, muss zu lang. Ehe von Odin. Malerkasse, das ist ein Temperatur. Okay, wir haben 13 Schaden.
Aber wir haben das fertig. Jo. Okay, da bin ich schon so vibriert. Okay. Ah, damit wurde etwas aufgeschlossen. Das sollten wir später nochmal nachschauen. Noch ein goldener Schlüssel. Wir haben nur einen goldenen Schlüssel. Ah, nee, das sehe ich nicht mehr. Aber das machen wir morgen. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag, wenn ich jetzt davon das gemacht habe. Ich bin schon hochgekommen, dass morgen geht's weiter. Mit Kästchen frei. Also bis morgen. Tschüss.